Ein Haus zu kaufen ist keine sichere Altersvorsorge. Warum das so ist und was du stattdessen machen kannst, um sicher für deine Rente vorzusorgen, das klären wir jetzt. In meinem Bekanntenkreis gibt es ein Ehepaar um die 50 herum, die ein schönes Haus haben, das sie sich vor, denk so 20 Jahren oder so, gekauft haben, dann selber auch renoviert haben, wirklich auf einem hohen Standard renoviert haben und jetzt versuchen zu verkaufen. Ja, sie wollen umziehen, beruflich sich nochmal irgendwie anders orientieren und möchten da eben in eine andere Region Deutschlands gehen dafür, haben da auch schon was, wo sie gerne einziehen würden. Und das Problem ist jetzt aber, dass sie einfach ihr Haus nicht loswerden. Ja, und das schon seit über einem Dreivierteljahr, fast ein Jahr jetzt schon, wo sie dieses Haus nicht loswerden. Der Preis ist absolut fair. Wie gesagt, das Haus ist in einem guten Zustand. Es ist jetzt keine Bruchbude oder so, die sie versuchen hier loszuwerden. Aber sie haben einfach keine Interessenten für dieses Haus. Vermieten wollen sie nicht. Ja, beziehungsweise da gibt es noch irgendwie andere Familienmitglieder, die da mit drin hängen. Deswegen ist das schwierig. Und eben sie brauchen halt auch das Geld, weil sie sich eben an einem anderen Standort was kaufen wollen. Und deswegen ist das mit der Vermietung keine Option für sie. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das tatsächlich klappen würde, ja, wie da jetzt aktuell in dem Ort, wo sie da wohnen, der Markt ist. Aber Fakt ist einfach, sie haben dieses Haus gekauft. Ja, es ist ein gutes Haus, es ist instand gesetzt, es ist renoviert und sie werden das einfach nicht los. Ja, sie möchten an das Geld rankommen sozusagen, was da drin steckt in diesem Haus, und sie werden es einfach nicht los. Und dieses Beispiel zeigt einfach sehr, sehr schön auf, welche Probleme mit einem Hauskauf verbunden sind. Ja, du kommst halt möglicherweise an dein Geld nicht ran, wenn du es gerade relativ dringend brauchst. Ja, dann ist es natürlich auch eine Frage der Flexibilität und der Lebensplanung. Ja, wer weiß schon, was in 20, 30 Jahren tatsächlich sein wird, ja, wer dann der Partner sein wird, wo man beruflich sein wird, etc. etc. Ja, das heißt, so ein Kauf von so einer Immobilie ist im Prinzip eine Spekulation auf die nächsten 30 Jahre, ja, kann man schon so sagen. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass das per se eine sichere Anlage ist, ja, weil du weißt einfach nicht, was in 30 Jahren sein wird und bist halt einfach nicht flexibel mit so einer Immobilie. Und dann ist es natürlich eben auch ein sogenanntes Klumpenrisiko. Was heißt Klumpenrisiko? Du kennst ja sicherlich den Spruch, man sollte nicht alles auf eine Karte setzen oder alles auf ein Pferd setzen, alle Eier in einen Korb legen. Das sind so die Sprüche, die man kennt, die einfach zum Ausdruck bringen, dass man, um sein Risiko irgendwie zu streuen, egal worum es gerade geht im Leben, dass man eben nicht alles, ja, auf eine Karte setzt, sondern dass man eben verteilt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Eier hat, dass man die eben nicht alle in einen Korb legt, weil wenn der Korb dann runterfällt, dann sind alle Eier kaputt. Aber wenn man jetzt die Eier verteilt hat auf verschiedene Körbe und ein Korb runterfällt, dann hat man eben in den anderen Körben auch noch Eier, die intakt geblieben sind. Ja, und genau das Problem haben wir eben hier bei dem Thema Immobilie. Ja, wenn ich eine Immobilie kaufe, dann ist das sozusagen ein Korb, ja, wo ich all mein Geld reingelegt habe. Und wenn mit diesem Korb, mit diesem Haus irgendwas sein sollte, dann habe ich halt echt ein Problem. Ja, es kann gut gehen, klar. Gibt natürlich auch Beispiele, wo es gut geht, aber es ist halt einfach ein Risiko damit verbunden. Das muss man sich bewusst machen. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, schön, Carsten, aber was ist denn die Alternative? Ich will hier nicht irgendwie rumzocken und rumspekulieren. Okay, das leuchtet mir irgendwie ein, dass das mit der Immobilie vielleicht nicht unbedingt die sicherste, beste Option ist, wenn man flexibel bleiben will und sicher sein will. Aber was mache ich denn dann? Ja? Und ich sage jetzt was dich vielleicht im ersten Moment überraschen wird, aber bleib bitte dran, ich erkläre dir das dann noch genauer. Und zwar ist die Alternative tatsächlich, dass du stattdessen am Aktienmarkt dein Geld anlegst. Ja? Bevor du jetzt wegklickst, ich weiß, was du denkst. Du denkst dir vielleicht, oh, das ist ja super spekulativ, ja, das kann er jetzt nicht ernst meinen. Ich kenne jemanden, der mit der Telekom-Aktie damals irgendwie einen Haufen Geld verloren hat. Oder, weiß ich nicht, mein Onkel hat viel Geld verloren mit Wirecard oder irgendwelchen anderen Aktien, die er eben besessen hat. Das kann ja jetzt nicht sein Ernst sein. Aber stell dir mal Folgendes vor. Eine Aktie ist im Prinzip wie eine Immobilie,
nur besser, ja, weil wir haben ja gesagt, eine Immobilie ist letztendlich eine Spekulation auf die nächsten 20, 30 Jahre. Das heißt, du bist nicht flexibel damit. Ja, der Standort kann jetzt attraktiv sein, wo du deine Immobilie kaufst oder baust. Das kann sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sehr, sehr stark ändern. Ja, und dann kann es eben schwer werden, diese Immobilie loszuwerden, weil keiner mehr da wohnen will zum Beispiel. Ja, aber was, wenn dir jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel Immobilie, was, wenn dir alle Immobilien gehören würden? Ja, dann wäre es natürlich eine sichere Sache, weil irgendwo ist immer gerade ein Standort, wo Leute hinziehen wollen. Ja, das heißt, wo es gut läuft, wo die Preise auch steigen, wo die Immobilien an Wert gewinnen, wo du deine Mieteinnahmen dann auch kassieren kannst, wenn du diese Immobilien vermietest. Ja, das heißt, das ist eine ziemlich sichere Sache, oder? Wenn du alle Immobilien hättest. Ja, und natürlich logisch, das ist unrealistisch, ja, alle Immobilien zu besitzen, weil das einfach zu aufwendig ist, zu zeitaufwendig ist, zu teuer ist. Ja, wer kann sich das leisten, irgendwie alle Immobilien in Deutschland zu kaufen? Aber bei Aktien ist eben genau das, dass du nicht ein paar Aktien besitzt, sondern alle Aktien besitzt, ist tatsächlich realistisch. Ja, und es ist auch einfach und es ist günstig. Ja, es ist nicht kompliziert, es ist günstig und einfach umzusetzen. Ja, und dann hast du eben dieses Risiko, was du jetzt vielleicht anekdotisch kennst von dir selber oder vielleicht auch von einem Bekannten, der mit Aktien irgendwie Verluste gemacht hat, hohe Verluste vielleicht sogar gemacht hat. Ja, überleg einfach nochmal an dieses Beispiel oder an diese Geschichte, die du aus deinem Umfeld vielleicht kennst oder von dir selber kennst. Ja, wie viele Aktien hat denn dieser Mensch, diese Person gehabt, als sie diese schlechte Erfahrung gemacht hat? Ja, waren es vielleicht nur eine Handvoll, vielleicht nur eine sogar, ja, waren es vielleicht nur eine Handvoll Aktien, die er hatte, vielleicht 10. Ja, das sind immer noch super wenig und natürlich ist das hochriskant, ja, mit so wenigen Aktien da zu spekulieren. Völlig klar. Ja. Aber was wäre, wenn dir tatsächlich alle, oder es ist gar nicht nötig, dass du alle hast, aber wenn dir hunderte, tausende Aktien gehören würden? Stell dir mal vor, das ist doch viel, viel sicherer, ja, weil du natürlich immer Aktien hast, die gerade gut laufen, ja, und die das dann ausgleichen, wenn ein paar vielleicht dabei sind, bei denen es gerade schlecht läuft. Das heißt, wenn du jetzt am Aktienmarkt aktiv sein willst, ja, dann solltest du natürlich nicht einfach nur irgendwelche auf Empfehlung irgendwelche Aktien kaufen, ja, die dir ein Arbeitskollege oder ein Verwandter, ein Bekannter oder wie auch immer gerade ans Herz legt, weil er damit vielleicht irgendwie ein bisschen Geld verdient hat in den letzten paar Jahren. Ja, das solltest du auf keinen Fall tun, ja, sondern du solltest hier wirklich grundsolide auf wissenschaftlichen Studien basierend dich sehr, sehr breit aufstellen. Ja, ist so der Fachbegriff dafür, sich breit aufzustellen. Also wirklich eben in hunderte, tausende verschiedene Aktien eben reingehen, weil dann bist du besonders sicher. Ja, das hat nichts mehr mit Spekulation oder Zockerei zu tun. Du schließt hier kategorisch aus, dass du hohe Verluste hast. Ja, und du kannst hier auch tatsächlich wie bei einer Immobilie Mieteinnahmen kassieren, nur halt ohne Stress mit Mietern zu haben. Ja, das geht. Also es gibt wirklich eine Möglichkeit, am Aktienmarkt sicher zu investieren. Und wenn dich das näher interessiert, wie das funktionieren kann, dann empfehle ich dir, schau doch ein anderes Video von mir an. Ich verlinke es dir hier direkt am Ende dieses Videos. Direkt, wenn ich jetzt aufhöre zu reden, wirst du sehen, wird es dir angezeigt. Klick einfach da drauf und schau dir dieses Video an. Denn es gibt tatsächlich die Möglichkeit, auch am Aktienmarkt, auch wenn du es vielleicht ja, dir noch nicht vorstellen kannst oder noch nie davon gehört hast, sicher ohne Spekulation, ja, ohne Zockerei, ohne hohes Verlustrisiko zu investieren. Und schau dir einfach dieses Video an. Ich denke, dass du da einiges lernen wirst können.